Und damit heiße ich herzlich willkommen zu Ahead in Time, einem Spiel, das richtig, richtig gut bewertet worden ist und vielleicht noch einen kleinen Ticken zu laut ist. Das Lustige ist, wenn man das Spiel startet, hat man erstmal die Möglichkeit, gleich in die Optionen überzugehen. Man kann das komplett ignorieren. Und ich muss kurz anmerken, es gibt so ein paar Sachen, die man einstellen kann, aber wir machen ganz kurz hier erstmal, wenn nochmal so ein kleines bisschen das runter. Ich gucke gerade mal so ein bisschen, wie bei OBS es aussieht. Es müsste eigentlich in Ordnung sein. Das Fiese ist, was man immer wieder anmerken darf bei mir, dass ich bei OBS den Desktop-Audio immer noch mal ganz bewusst ein bisschen runterregle. Das heißt also, ich höre es ein bisschen lauter als ihr im Endeffekt. So, ich hoffe, das tut's. Auf jeden Fall eine Sache, die ich wirklich anmerken muss. Ich hatte es schon vor dem Stream ganz kurz gemacht. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, den Window-Type auf Borderless anzupassen, jedoch tut's das so überhaupt nicht. Und gleichzeitig, es gibt ein Maximum-Frame-Rate und wenn man die ändern würde, kommt gleich sofort auf Warning, the setting is highly recommended to be left at default, was 60 in dem Fall war. Das Interessante ist, nachdem ich hier so ein bisschen rumgespielt hatte, das Spiel hatte so ein bisschen Probleme, im Menü bei 60 FPS zu bleiben und ich hoffe dementsprechend, dass es wirklich nur bei diesen Frame-Einbrüchen im Menü bleibt und nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist ein Spiel, das richtig gut bewertet worden ist. Es wird verglichen mit Super Mario Galaxy oder Odyssey. Und das ist dann doch etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und das klingt natürlich schon richtig gut. Welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to-do list contains waking up, adjusting the engine, eating a nutritious meal, grinding the... Okay, damit sind wir in unserem Spaceship angekommen. Und die erste Sache, die mir schon wieder missfällt, ist, dass ihr unten in der Ecke aus irgendeinem Grund meinen FPS-Counter sehen könnt. Ich denke, das ist so eine Sache, die vom Spiel selber ein Problem ist. Das ist nicht der Fall. Lass uns einfach testen. Ihr könnt aus irgendeinem Grund das Overlay sehen. Warum könnt ihr das Overlay sehen? Okay, hier kann ich jetzt lustigerweise mit Alt-Tab tatsächlich rausgehen. Lass mich mal ganz kurz schnell gucken. Capture Cursor. Capture Third-Party Overlay such as Steam ist deaktiviert. Also, ich weiß wirklich nicht, wo die Logik dahinter genau steckt. Ist auch wirklich nur Capture Specific Windows. Es ist nicht, wo man sagt, oh, der nimmt halt jetzt nur diesen einen Monitor auf oder ähnliches. Also, so ist es nicht. So, das Spiel ist ein 3D-Plattformer. Ich glaube, ich habe es schon mal angemerkt gehabt. Ich spiele das Ganze ganz bewusst natürlich, wie es sich eigentlich gehört, mit einem Controller. Aber zumindest, was ich jetzt hier gerade gesehen hatte, wenn das denn machen wird, okay, man müsste wirklich draufklicken. Man sieht, mit der Maus und WSAD würde das vermutlich sogar auch relativ gut funktionieren. Mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Grund, warum man wirklich da wechseln sollte. A closet. You only really wear one outfit, so there is a lot of room for skeletons. Yikes. Wow, man kann da wirklich super nah ranzoomen, abhängig davon, wie das Spiel diesbezüglich mitmacht. So, wir wollen ganz kurz einmal schnell hier gucken. Haben immerhin schon irgendwas gekriegt. Das sieht aus wie etwas, wo man vielleicht irgendwas kriegen dürfte. Maybe. Man ist hier ganz niedlich zu sehen mit den Bildern, die sie da gezeichnet hat. Aber bitte fragt mich nicht, warum der Sound so leise geworden ist. Okay, wenn ich jetzt A gedrückt habe, ist automatisch aufgestanden. Ist das vielleicht so eine Art Idle-Position? Und es ist dann wirklich hier sehr, sehr lustig zu sehen. Hey, wow! Okay. Hier kann man wirklich lustig drin schwimmen. Das ist gerade natürlich jetzt ein bisschen die Tasten, die man drücken kann. Und es gibt scheinbar keine Taste direkt, wo ich untertauchen kann. Also dieser eine Bereich da in der Ecke
Das ist nicht einer, wo ich wirklich hinschwimmen kann. Ich gehe wirklich zwar niedriger, wenn ich hier an den Rand komme, um wieder rauszukommen, aber nicht wirklich unter Tauchmöglichkeiten. So, das erinnert mich hier gleich so ein bisschen an Mario 64's Kingdom, logischerweise nicht in der gleichen Ecke. Trotzdem würde ich ganz kurz jetzt nochmal den Sound hochregeln. Also, das ist halt immer so eine Sache, die relativ schwer zu beurteilen ist. Denn im Menü hat man so ganz klar gehört, da war es lauter. Und jetzt hier sieht das Ganze wiederum komplett anders aus. So, viel Blinky-Zeug. Ist das hier relevant? Jo. Use your head to find your goal. Oh, the hell. Der Sound ist etwa so konsistent wie mein Audiokabel. Da muss ich auch nur dagegen tippen, damit es lauter oder leise wird. Jex. Warum zum Kuckuck ist, vermute ich mal, mitten im Weltall hier der Kollege. Und sind Hi, ein Roomba. Du siehst nicht aus wie ein Postbote. What is this? Flying boat? All boats need to pay toll in Mafia Town, even in space. Mafia come in to collect. How rude! So, und damit kommen wir zum ersten Kapitel in Mafia Town mit Act 1 Welcome to Mafia Town. Und das Spiel hatte wirklich extremste Probleme mit den FPS gerade. Wir sind gerade mal kurzzeitig auf 1 zurück und auf 5. X. So, und wir haben gesehen, dadurch, dass Mafia meinte, hier einzubrechen, wurde unser ganzes Fuel geklaut oder entfernt. So, muss ich ebenfalls natürlich ist, dadurch, dass ich halt meine Shortcuts auf der Tastatur habe, jedes Mal. Wenn ich meine Sachen anzupassen, wird immer hervorgehoben, New Input, hooray! Den kann ich leider nicht wirklich verprügeln. Ah, die haben unser Logo oder ein Logo, das uns sehr ähnelt hier am Start. Okay, bevor wir hier erstmal komisch anfangen herum zu Eumeln. Gehen wir erstmal den offiziellen Weg hier entlang. Girl, wear red hood is scary. If found, we give octopus to you. Wanted by Mafia. Irgendwas, was ich leider nicht lesen kann. Mafia irgendwas. HQ. Okay. Sup. Ich bin schneller als du. Okay, dann will ich ganz kurz hier die Sachen nicht ignorieren, die zumindest auf dem direkten Weg hier sind. Au! Fiesling. Okay, also sie hat ein paar interessante Sprungfähigkeiten. Wir haben zumindest einen Doppelsprung ebenfalls drauf. Aber, das letzte Ding fehlt uns jetzt hier noch. Ich stand neben dir und hab versucht, dir auf die Fresse zu hauen.
other, not stalk one another. I mean, Mafia Town can be a really dangerous place. So what'd you say? Wanna join my little rebellion? Kids, eh? Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Tell you what, come up here and I can show you where some of your junk landed. Okay. Damit haben wir eine Person kennengelernt, die scheinbar so ein bisschen relevanter in dieser Story sein wird. Zumindest ist sie auf dem Hauptcover mit dabei. Und interessanterweise bin ich da gerade mal so überhaupt nicht drauf gesprungen. So, wir wollen ganz kurz natürlich mal... Golden Trash? What are you doing? Ach so, sie tut sich die Hand festhalten, weil wir dagegen geschlagen haben? Weil wir gegen Golden Trash geprügelt haben. Okay. Schon klar. So, ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, ob es hier schon irgendwelche... Okay, also wir wissen im Endeffekt immer, wo wir... Au! Oh, okay, das war jetzt gerade R2. Also es gibt die Möglichkeit, sich wirklich so simpel nach vorne zu... Wow! Und da ist auch so eine gewisse Rutschfähigkeit dahinter. Also es erinnert wirklich so ein bisschen an Mario tatsächlich. Man landet also nicht einfach simpel, sondern man rutscht tatsächlich immer noch mal so ein kleines bisschen weiter. So, bevor wir das natürlich machen, wir wollen ganz kurz... Kann ich das Ding hier in der Luft... Ich kann nicht in der Luft schlagen. Okay. So, da oben ist irgendwas, was sah aber nicht aus, als könnte man das jetzt irgendwie schon bekommen. So, wo ist das Mädel? Da unten hinterher. Okay, jetzt wissen wir, sie ist nicht unbedingt gegen uns. Hey, I think one of your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain. Messed it up real good. When going over there, just avoid making eye contact with the Mafia and you'll be fine. Good luck, fellow rebel. See ya! Okay, hey, cool. Was ich ein bisschen schade finde, ich kann rein und rauszoomen, aber ich kann nicht nach oben gucken. Oh cool, man kann hier... Oh, man kann dagegen laufen und dann kickt sie das Ding einfach los. Cool. Aber wir können nicht selber treten. Sehr gut, wir haben schon mal die Kopf gegen die Wand schlagen-Taste. Yes. Das ist immer cool. Man sieht auf jeden Fall hier schon sehr viele Orbs und anders als bei Yooka-Laylee scheinen die auch zu einem gewissen Grad so gebaut zu sein, als würden sie einen versuchen, in gewisse Richtungen zu bringen. Interessanterweise, von hier komme ich so... Oh, da kann ich mich so dran halten. Das ist also wirklich... No fish means sea is safe. Mhm. Man kann da wirklich so auf den Poppes fallen, wenn man es zu hoher Distanz ist. So. In God we trust. Manche Leute mögen eher Battlefield. Bonk. Yay. Sollen wir so ein bisschen gucken, da ganz, ganz unten ist wieder irgendwas Rotes. Und auch eine Münze oder ähnliches. Aber wir lassen es mal ganz kurz nicht so sehr ablenken. Oh oh. Hey! Oh? I'll take you. Yeah. Down with the Mafia! Thank you! Okay, damit haben wir unseren ersten Treibstoffkanister zurückbekommen. Und das scheint hier eine Loading-Sequenz zu sein. Interessanterweise ganz, ganz oben sieht man tatsächlich, das ist ein schwarzer Ladebalken. So, und das Interessante ist ebenfalls, dass wir hier tatsächlich wieder rausgeworfen werden. Denn das war so eine Sache, die mir ganz ehrlich bei Odyssey ein bisschen missfallen hat, mal gesehen von dem Schwierigkeitsgrad selber. Aber
Oh, ganz unten war auch noch einer. Okay. Aber was mir ebenfalls halt missfallen hat, war wirklich diese Tatsache, dass man zum Teil halt 50 dieser Herzen oder wie auch immer sie genannt worden sind, mehr oder weniger auf einmal finden konnte. Und da hat mir das alte System, was scheinbar auch hier der Fall sein wird, mehr gefallen, dass man mehr oder weniger Aufgaben hat. Oh, für den muss man das machen, für dies muss man das machen. Die Level sind immer scheinbar so ein bisschen angepasst. There will be light. So, the chapter Muffetown is now available. Hey, und sie hat da so eine niedliche Tanzanimation. So, da ist das ganze Zeug rausgepoppt. Wir haben hier wirklich einige interessante Screens. Area unlocked. Ich gehe davon aus, wenn wir dann da auch reingehen, würde das der Fall sein. Und wir sehen hier, sind andere Bereiche, wo wir scheinbar wirklich gleich sehen, wie viel wir da investieren müssen. So, Geschenke, da sind einfach nur Crystals. Okay, weißt du, was für Missionen hier sind? Also, das finde ich interessant, dass die hier so Sequenzen eingebaut haben, wo man sie im Endeffekt herumsitzen sieht. Der hätte wirklich vielleicht, hey, das ist ein Minigame oder ähnliches. Und nicht einfach nur, hey, jetzt sitzt sie da und du siehst von unterschiedlichen Kameraperspektiven die Umgebung. Ich meine, ich würde es wenigstens cool finden, wenn man einmal kurz den Screen von Namen sehen würde. Aber ist nicht der Fall. Okay. Da gucke ich auch gerade irgendwie. Ja, das ist immer nur das. Das ist einfach nur Kamera anpassen. Oh, habe ich dir gerade. Wie habe ich dir geschafft, weh zu. Okay, also wir haben jetzt auch hier scheinbar damit unsere Waffe bekommen, mit der man sich bei Weitem besser wehren kann. Okay, noch da, die Musik wird wieder runtergeregelt und dementsprechend haben wir auch hier wieder eine Möglichkeit, uns umzugucken. So, auch natürlich ganz cool da zu sehen, auch wenn man genau hinguckt, sieht, dass da kein Schaden weiterhin existiert, aber lustig natürlich, dass trotzdem, dass da so zugenagelt worden ist, was nicht viel bringt, denn der hat die Tür nach draußen geöffnet. Das heißt, wenn jemand es drauf anlegt, öffnet er die von nach draußen raus und tritt einfach die Bretter weg. Und man hat die auch wieder fragt, wie die Bretter an dem Glas angebracht worden sind. Opa. Wir gehen nach oben. Achso, das Ding ist zum Teil selber ein bisschen klotzig und fährt irgendwo gegen Wände mit vollem Karacho gegen. So, was haben wir denn hier so feines? Lavalampen, Getränke, Essen für scheinbar die Zukunft. Gigantischer Käse, also das ist die Küchenecke. Okay. Welcome to Muffetown. So, gucken wir mal ganz kurz. Act 1. Timepiece secured. Chapter is Muffetown Population 379. Mission recover for timepiece. Perspiration, hopefully not. Act 3, Act 2, Timepiece detected. Ich meine, wir gehen zu 2 über. Und hier muss man dann scheinbar das bezahlen. Aber da ist ein Boss dabei. Meine Frage ist halt nur, was hätte ich jetzt davon, wenn ich hier wieder zurückgehe? Also da müssen wir einfach mal ganz kurz gucken. Ich meine, wir machen weiter, aber wir müssen vielleicht in der Zukunft gucken, ob man einen Grund hat, da hinzugehen. Zurückzukehren zu Punkten, die man schon mal hatte. Act 2. Barrel Battle. Ebenfalls natürlich immer so ein bisschen wichtig anzumerken, es ist gut möglich, dass das Spiel gerade beim Laden hängt, weil halt OBS noch im Hintergrund lädt. Okay, man hat auf jeden Fall hier gerade wirklich gesehen, gleiche Gebiet, aber andere Startsituation. Oh, man muss hier gar nicht mal allzu viel machen. Also es ist nicht so wie bei Mario, wo man wirklich selber, oh, jetzt nach links, wenn er nach links, dann nach rechts will, rüberspringen oder ähnliches. Sondern die läuft da wirklich zum Teil so ein bisschen alleine hoch. Und man muss dann nur rechtzeitig springen, um den nächsten Sprung dann selber auch zu starten. Okay, also wir wissen nun grob, wo wir hin müssen. Ich würde ganz gerne nur hier hochkommen. Ja, und das ist also wirklich die Frage, wenn man wirklich sieht, was da unten theoretisch auf einen wartet. Ob man da wirklich einen Grund hat, hinzugehen. Da ist zum Beispiel dieses fliegende Gerät.
in der Luft. Blue Board Code. It's part of a code to a ward. Mafia Ward, okay. Und natürlich seht ihr unten jetzt auch allerhand lustiges Zeug aufpoppen. Was von irgendwelchem Bundle-Zeug ist. Lass mich mal ganz kurz eine Sache machen. Gucken, ob es das wiederum verschwinden lässt. Also da ist auch so eine Sache, die meines Erachtens noch nicht perfekt geregelt worden ist. Bezüglich Steam-Friend-Chat, den sie ja vor kurzem angepasst hatten. Es ist zwar cool, dass sie wirklich so einen Invisible-Mode mittlerweile haben, aber Invisible-Mode bedeutet, glaube ich, in meisten Fällen immer noch, dass allerhand doofe Nachrichten angezeigt werden. So, dass ich wirklich hier so allerhand lustige kleine Fähnchen. Aber wenn man zu nah rangeht, wird es durchsichtig. Zum Teil ganz cool, zum Teil aber auch wiederum nicht, einfach weil man sich zum Teil Sachen angucken möchte. Ich weiß immer noch nicht, warum man sich die Herzensachen da sammeln sollte. Oh cool, man kann hier also tatsächlich so ein bisschen an Höhe gewinnen, wenn man möchte. Also diesbezüglich sind doch wirklich an Mario. Big Board. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das der Bereich. Was haben wir hier? This yarn, the sprint yarn, is looking ready to... Also, this yarn is ready to sprint. It requires 2 yarn to stitch. Aha. Also man sieht, extrem viel Zeug, das man hier sammeln und finden und sammeln kann. Ha, der eine reagiert aber wirklich von extremster Entfernung auf einen. Oh oh. Okay, also ich kann die scheinbar angreifen, aber nicht besiegen. Why Mafia never finish anything? Armer Vogel. Es ist beeindruckend zu sehen, was man hier wirklich alles schon so sehen kann, wo man überall hinlatschen kann. Also wenn man es übertreibt, könnte man vermutlich in eine komplett andere Richtung gehen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier, ja, ouch, die Möglichkeit mit vielleicht dem mit so einer neuen Waffe. Nope, auch weiterhin nicht. Können wir die goldenen Sachen kaputt machen. Hey, sup. Seagull eat fish, but fish belongs to Mafia. We punch Seagull for not respecting Mafia. Okay. Seagull say, no punch, I have child. Mafia punch Seagull with child. Au! Okay. Interessanterweise, da war... Okay, also man kann die lustig angreifen. Arme Sau. Hier haben wir so überhaupt keine Chance gegeben. So, Brewing Yarn. Cook up Mad Concussions. It requires 4 to stitch. Das ist nicht spezifische Mafia, das ist jeder, der am Meer lebt. Ja. Okay, wir haben jetzt 2. Achso, man bekommt trotzdem welche, obwohl der Mann hier spezielle Sachen bekommt. Press A to spend. Achso, ja, okay. Machen wir das. New head stitch ready for use. Hold to sprint. Aber man muss den anlegen. Press to search for the next time piece. Achso, man hat wirklich unterschiedliche Hüte, die auch unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen. L. Ha. Das ist natürlich... Das war nicht die Idee, aber cool, dass man, wenn man nicht gerade in der Luft ist, um zu fliegen, tatsächlich hier in den Solid Snake Modus übergehen kann. Okay, also das hat nichts zu sagen. Zumindest noch nicht. Seafood is best. Au, what the? The hell? Da habe ich mit dem lustig gespielt und dann pfeffert er mir eine volle Möhre. Das ist exakt das Krabbelgeräusch aus Wind Waker. Gut möglich, ja. Das andere ist wirklich, wenn man schon so allein
sind wir sich bewegt. Man kann damit gut Distanz zurücklegen. Und natürlich, man hat auch hier, glaube ich, die Möglichkeit, wenn man mehrmals springt, so einen Extrasprung hinzulegen. Ich finde es relativ lustig, dass diese Mafia zwar negativ auf einen reagiert, aber nicht unbedingt... Nicht unbedingt. Komm an. The hell is this? Wahoho, what the? Hi. Wow. Okay, also ich... Au. Ich wurde mal ganz kurz in eine komplett andere Richtung geworfen. Oh, das ist ein Ball. Hey, cool. Oh, kann man da hoch und runter rutschen? Ich meine, ohne Wasser ist es natürlich... Vielleicht ein bisschen gefährlicher. Man sollte definitiv nicht hoch... Au! Okay, das Wasser habe ich nicht mal... das Feuer habe ich nicht mal wahrgenommen. Habt ihr da wirklich an den... Okay. Ich meine, ich will den jetzt eigentlich nicht irgendwie angreifen, weil die tun einen ja nichts, außer dann einen wirklich angreifen. Und unbewohnbar werden. Also wirklich interessant zu sehen, die ganze Zeug, was man hier krallen kann. Und das sogar relativ gut. Also, Movement-System ist wirklich... Oh, was haben wir denn da oben? Wenn ich da jetzt nicht runtergeplumpst. Achso, das ist wieder ein Jahn. Guck mal, achso, ja. Da haben wir jetzt also den gleichen so gesehen bekommen. Okay, wir haben uns hier mal so ein bisschen umgeguckt, aber ich will jetzt nicht zu lange in den falschen Orten irgendwie herumäumen. Also wieder zurück. Okay, gucken wir mal hier. What's up, guys? Dude, get off me! Okay, also ich kann da irgendwie reinkrabbeln? With how limited the dress code is around here, it's not surprising this place is boarded up. Hey, child, shoo! Mafia can't have child witness when mafia teaching lesson. Huh? This awkward for mafia. Mafia not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys! Uh-oh. Come to Papa Mafia! Eieieiei. Oh, die Kamera hat sich geändert. Ich kann nicht mehr irgendwie... Ich kann nur noch links und rechts laufen. Nicht mehr. Moment, wir wollen das Ding hier definitiv mitnehmen. In Mid-Air to do Homing Attack. Aber... Ach so, man muss es also wirklich machen, wenn das Spiel das einmal erlaubt. You can jump, yeah. Enough! Mafia won't bow to little girl. Prepare to feel Mafia's wrath. Uh-oh. Stand still! Watch out. Do not think about avoiding barrels. Heads up, little punk. Also ich kann nicht nach oben springen. Wow. See if girl can handle this barrel. This lead nowhere. Mafia need to take care of this mafia style. And then he pulled his gun. Prepare to feel what mafia do to old ladies. Oh.
Also Homing Attack ist immer noch nicht selbstverständlich. Weil ich springe auf die zu und manchmal machen sie mit, manchmal wiederum nicht. Aber so, ich bin nicht angezeigt worden, dass man es machen kann. Und der Typ dahinter hat seinen Spaß weiterhin. Hooray! So, what is going on? Alles so dunkel gehalten. Ich will wohl sicherstellen, dass man sich genau darauf konzentriert. Psh, can you believe them? What a bunch of losers. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? No? You shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's more of them. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. We should go up there and get your junk! It'll be fun! I'll take any opportunity that involves messing up the mafia! You with me, buddy? Der Moment ist wohl wirklich genau, wenn du über ihn bist. Ich glaube, es funktioniert nicht so. Das ist ein bisschen noch unklar. Aber das testen wir einfach. Dadurch, dass er ja dann doch da relativ viele herumäumeln. Huh. Natürlich cool, dass die jetzt hier auch auftaucht. Are you ready to take down some mafia? Let's do it! I'm psyched! Let's go over the plan. All assaults need a good plan, or it'll be a flop. First, we strangle them, choke them, and watch them beg for mercy. That'll show them. No, wait. Strangling is too kind. We smash them together into mush and put their remains in a jar. Then we sell the jar for pocket money. That'll be the ultimate salt in the wound. But first we have to make it through their mafia HQ. Once we find and dethrone the mafia boss, the rest will follow. Then our mush and jar party will be no problem. We've got to get you geared up. Your hat is basic, and we don't do basic in this gang. Yarn can be found around Mafia Town and used to stitch new hats if you're crafty. I've collected one for you. This is Yarn, is looking ready to sprint. Mm-hmm. You already have this hat, aber ich krieg trotzdem plus eins. Cool. You need more yarn for some hats than others. I guess being creative isn't free. So keep an eye out for yarn. Now you're a killing machine. Let's go get them. Okay. Damit haben wir also unseren Plan geschmiedet. Also gehen wir auch sofort wieder hin und wieder rein. So, jetzt müssen wir hier hingehen, 5 Zahlen, was nicht viel ist, aber hey. Um She Came from Outer Space freizuschalten. Oh, sie hatten einen Regenmantel an. Das ist natürlich cool. So, was habt ihr denn hier? Little girl, see thing over there? Mafia wonder if there is way to get. But Mafia no time to search for entrance if Mafia need to stare. Okay. Ja, man kann die da zum Wackeln bringen, aber mehr auch wiederum nicht.
Normalerweise, ich komme hier so leicht rein. Aber gefühlt soll ich da nicht sein. So, wir haben auf jeden Fall ganz klar hier eine Klappe. Die haben wir ja schon mal angetroffen gehabt. Wir brauchen also da irgendeine Fähigkeit, um diese nach unten zu drücken. Vermutlich irgendwas Eisbasierendes, wenn man diesem... Oh, cool. Wenn man dem Symbol trauen darf. Also die Idee ist natürlich trotzdem interessant, dass man hier dann gerade in den Leveln das Ganze anhalten kann, um sich so ein bisschen umzugucken. Wenn auch logischerweise man selber nicht wirklich Kontrolle darüber hat. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Spiel gerade extremst mit dem Regen zu kämpfen hat. Okay, dann beginnen wir mal so ein bisschen unsere Reise Richtung... Wow, nicht darunter plumpsen, sondern Richtung nächstes... Das würde ich natürlich ganz gerne probieren, wenn wir das hier schon so haben. Haben wir gerade die Möwe weggepfft? Oh, die haben Hütchen auf. Mit Ente drauf. Also ich denke natürlich ganz klar, ab einem gewissen Punkt werden wir anfangen, hier so ein bisschen mehr danach zu suchen oder Sachen zu betreten, wenn wir ein paar Sachen freigeschaltet haben. So, da oben ist noch was. Ich würde wirklich ganz gerne wissen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe. Manage, yes. Don't press any buttons, alright. Head swap. Aber man kann, dass es nicht angezeigt wird, ist natürlich clever. Input ist es, also ist wichtig, man kann hier draufklicken und das ist alles. Man hat nicht die Möglichkeit, in diesen drei Buttons in dem Bereich irgendwas zu machen. Ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, sich umzugucken. Also es wird vermutlich irgendwann eine Fähigkeit geben, dass man sich da hochschleudern kann. Ja, also wir kommen da nicht hin. Oh, wir können auch einfach schwimmen. Okay, das macht die ganze Herausforderung so ein bisschen einfacher. Weil ich wirklich dachte, man dürfte nicht ins Wasser fallen. Okay, das ist einfach nur HP, aber uns geht's gut. Und so, was ich sehr cool finde, wenn man mit R2 diesen Sprung ausführt und erneut R2 klickt, fängt sie sich automatisch wieder. Der fliegende Ring ist sehr Rayman. Da gibt es bestimmt noch eine Fähigkeit. Gut möglich, ja. Die ist auch... Oh no. Wow. Die Augen. Haha, die haben Angst vor allem. Oh no. Das wollte ich natürlich aber auch wiederum nicht. So, wie kann... Ich kann leider nicht untertauchen, weil dieses... Also dieses eine Ding ist mir jetzt nicht mehr erhältlich. Auf jeden Fall ebenfalls wichtig natürlich auch anzumerken, wir haben hier weitere Waffen. Vielleicht in der Zukunft noch, die man auswählen kann oder einfach wechseln kann. Ha, jetzt hatte ich zum Beispiel die beiden als jeweils einzeln angezeigt werden. Okay, also so kann man schneller rennen, okay. Aber mal so ein bisschen auch das natürlich... versuchen, in sein Repertoire aufzunehmen. What are you? That darn seagull over there took my camera. Was, noch zwei? I would have gone and done a belly dive over there. No, but this belly's too precious for sliding on. Okay, also im Endeffekt... ein Hinweis, wie man das macht. Achso, das ist nichts, okay. Press back to take pictures of your journey. Swap it out at any time in the start menu. Take... Oh. Oh. Das ist natürlich cool. Okay, man hat einen gewissen Bereich, in dem man wirklich nur machen kann. Depth of Field kann man anpassen. Oder Disable allgemein. Was mir aber ein bisschen fehlt,
ist eine Möglichkeit, nach oben und nach unten sich zu bewegen. Man kann halt wirklich so machen und man muss dann wirklich halt so hin und her fliegen. Ja, der normale Hut zeigt einem an, wo das Ziel ist, während der einen hier sprinten lässt. Mir ist einfach nur wichtig, dass man sich auch irgendwann angewöhnt, tatsächlich zu sprinten. Interessante ist... Oh, great, ja. Stream ist gerade gestorben. Er dreht sich gerade so überhaupt nichts. Coolio. Das Lustige ist immer, wenn angeblich halt das Internet oder ähnliches stirbt, aber man immer noch Internet an und für sich hat. Also ist auch nicht irgendwie der Fall, als wäre alles gestorben oder ähnliches. Das Lustige ist, bisher keine Frames verloren, aber halt... Und trotzdem ist es ganz gestorben. Auf jeden Fall sehr cool wirklich hier, dass man, wenn man ein Foto macht, das tatsächlich ein Screenshot bei Steam macht. Aber man kann die interessanterweise nicht angreifen. Warum habe ich es diesmal nicht geschafft, da hinzukommen? Aber okay, Stream hat sich wieder gefangen. Wunderbar, aus was für einem Grund auch immer. Was sind das für Fliegeviecher? Die tragen wie Kopfkissen mit sich, was auch immer es genau sind. Oh, cool. So, was Black Market is Mafia exclusive. Aha. Mal gucken, ob wir das ändern können. Okay, da kommt es so nicht einfach hoch, aber es gibt ja Alternativen. Logischerweise, ich will nicht direkt einfach nur zum Ziel mich hinbegeben, sondern wir wollen sie natürlich ein bisschen umgucken. Oh, ich kann dagegen schlagen. Aber dadurch, dass es rot aufleuchtet wie hier drüben, habe ich das Gefühl, dass da vielleicht in der Zukunft noch irgendwas passiert. Schaffe ich es da irgendwie vielleicht hochzukommen? Okay, also es ist nicht möglich, nach dem Sprung irgendwie sich da nochmal hoch zu... Wow, doch. Aber beinahe. Au. Okay, also... Versuche natürlich herauszufinden, wie man das machen kann, um... Oh, man kann sich hier festhalten. Hooray! Wir haben uns hier hochgeschummelt. Bestimmt gibt es einen einfachen Weg, wie man das hätte machen können, aber hey. Ich frage mich, was die Ballons zu sagen haben. Hatten wir in der Vergangenheit ja schon so ein paar gesehen gehabt. So ganz kurz den hier weglocken, genau. Denn wir wollen mit ihm reden. Yesterday, Mafia wake up not feeling like punching. See, even Mafia job is hard. Aww. Okay, auch hier wieder eine Möglichkeit, sich hinzusetzen, sich das Ganze anzugucken. Was eine durchaus interessante Idee ist, dass man das hier auch wirklich überall scheinbar hinzufügt. Nope, nope, mm-mm. Wir haben unsere Lektionen nach dem ersten Mal gelernt. Wow, no, ich komme da nicht hoch. Come on. The hell is this dude? Vor allem ist er leicht glitchy. Der bleibt ja immer, sie bleibt ja immer an der Ecke hängen. Ich will da natürlich hoch. No, 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 no. Ah. Ich werde jetzt nicht aufgeben, bevor ich nicht wenigstens es da hochgeschafft habe. Einfach nur um zu lernen, ob es hier irgendwas gibt, wenn man da hochgeht. Wow, 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 wow. Ah, ouch. Okay, geht's nochmal ganz kurz da hoch. Wir werden ganz kurz gucken, was diese Person da hinten zu sagen hat. Sehr freaky. Hi there, young one. I am from a faraway land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my discoveries. You may call me the badge seller, for I sell and trade badges.
I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Uh-huh. Automatically attract nearby collectibles. Automatically pull out your umbrella before deadly impact. Oh, cool. Plug your ears. Now you can only hear vague mumbling. Okay. Wie alle darüber transferiert werden. Automatically pull out your umbrella before deadly impact. Ach so. Und da sieht man jetzt, die Kamera hatten wir vorher als Symbol an unserer Kappe. Und jetzt wurde das ausgetauscht. Interessant. Meine große Frage ist natürlich dann jetzt. Also es ist nicht, dass ich hier die Start- oder die Back-Taste drücken muss, um das irgendwie zu aktivieren. Da würde ich es besser finden, wenn man selber sagen könnte, man könnte das irgendwie aktivieren, um so zu gliden. Passend zum Namen Hover Badge, ne? Okay, also die Viecher sind immer böse, wo ich mich frage, ob die böse sind, weil sie hier in diese Suppe gefallen sind. Ist auch hier wieder ein von denen? Aber in dem Fall... Achso, hier kann man einfach runterkrabbeln. Okay. Au. Ah, no. Nicht darunter. Okay, das ging aber noch in Ordnung. Oh, und jetzt sind wir wieder hier in der Ecke. Okay. Oh, da sollten wir nicht reinrutschen. Besonderweise diesmal gibt es hier keine Möglichkeit, irgendwas zu bewegen. Okay, jetzt realisiert man natürlich auch so ein bisschen, wo man sich jetzt hier befindet. Irgendwie glaube ich, ist das eine Fähigkeit, die du noch bekommst. Es klang sehr nach benutze die Fähigkeit automatisch, wenn du es verpasst. Ja, gut möglich. So, you've got enough yarn to stitch it. So, was muss ich jetzt machen? Enough to stitch a hat. Press A to spend, yes. Gotcha. Press to throw an explosive concussion. Ja, natürlich, haben wir das mal angezogen. Oh, cool. Ich glaube, da müssen nachher so ein paar arme Mafioso für hier hinhalten, aber um mal zu testen, wie das Ganze genau funktioniert. Okay, das sieht nach einem richtig cleveren Bereich aus. Und das macht die Dinger kaputt. Hey, hey, schön, dass du darauf hingewiesen hast, dass die aus Gold gemacht sind. Weil es tatsächlich die Golddinger da kaputt macht. Ah, hier haben wir einen von denen mal wieder. Oh no, wow. Hat der uns angegriffen? Der ist... Was ein Frechdachs. Der hat uns angegriffen, als wir unter ihm standen. Wow. Meine, ich teste natürlich hier trotzdem schon mal so ein paar Sachen einfach. Okay, ich sehe schon unser... Ah, wir müssen also hier hoch. Okay. Oh, boy. Moment. Oh, wenn man rennt, hat man scheinbar nicht die Möglichkeit, einen Double Jump hinzulegen. Ja, man macht einfach einen größeren Sprung. Oh, boy. Du rutschst jetzt aber nicht weg in der Sekunde, in der ich irgendwie auf dich drauf latsche. Nope. Okay, also entweder ist hier wirklich etwas, was man in der Zukunft erst erreichen soll. Und wisst ihr was? Geronimo! Hi. Oh no! Aliens are coming for Mafia! I can see spaceship! Muddy group monsters will arrive any minute! Okay, ansonsten hier interessant, diese Kanone zu sehen. Okay, also er hat irgendwie behauptet... Oh no! Aliens are coming for Mafia! I can see spaceship! Will arrive in... Ach so.
Wir sollen uns verwandeln. Lass uns mal ganz kurz gucken, ob es irgendwas bringt, hier einen anderen Hut zu haben. What the? Huh? It's slimy space alien! Mafia is a spaceship! Mafia knew all along! Mafia is being invaded by aliens! Aha. Oh, jedes Mal, wenn man ihn auch wirklich erreicht. Wow, what? Okay, der rennt da hoch. Und wir müssen also jetzt hier lustigerweise genau diesen Weg einschlagen. Den wir gerade eben geübt haben. Ach, schade, ist schnell. Okay, wir sind ganz kurz so cool mit R. Leave Mafia alone, you monster! Here, if Mafia give you this, will you go away? Natürlich cool, dass wir auch hier weiterhin den Schleim an uns dran hatten. Also das war ein cooles Level. Zugegeben war natürlich so ein bisschen schade, dass wir mehr oder weniger das gerade getestet haben, was wir dann wirklich auch nutzen mussten. Aber hey. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt Möglichkeiten hat zu erkunden, dass man ab und zu Sachen genau dann erkundet, wenn man sie danach bräuchte. Aber hey, so haben wir das dann sofort hinbekommen, ohne größere Probleme und wussten, wie wir das machen mussten. Wo wir es auch beim ersten Mal ohne Probleme hinbekommen haben. So, da auch natürlich ganz lustig, dass das Spiel einfach sagt, hey, geh zurück zu der Welt. Also machen wir das auch. Ich meine, wir haben auch, glaube ich, erst drei bisher. Also wir können auch noch nicht mal eine neue Welt öffnen oder ähnliches. So, down with the Mafia, oho. Mafia Town Population one less soon. Take down the Mafia is the mission. Und Perspiration the sky seems to be perspirating. Warum hat er da eine Sicherheitssache bei seinem Schwert dabei? Das sieht merkwürdig aus. Aber er steht auf anderen Mafia-Kollegen drauf. Oh, das Bild. Okay, wir werden auch sofort dann hier wieder gespawnt. Dann gehen wir also doch da rein. You took your time. Help me out here. Get these brutes off my case and we can go inside. Okay, machen wir das natürlich, aber wir wollen das natürlich auf coole Art und Weise lösen. Die armen Säcke. Das macht's aber wirklich verdammt einfach. Good job, kid. Klar, ist ein gewisser Cooldown dabei, aber der ist nicht wirklich so tragisch. So, bevor wir da reingehen, ich will einmal ganz kurz einmal rundherum gehen, einfach gucken. Wenn man sieht, hier ist bereits eine Kiste. Use it on your spaceship's orb machine to gain cute rewards. Ein Rift Token. Oh, noch ein Spiel mit Tokens, ey. Meine, das war relativ offensichtlich. Wieso da liegen bleibt. Okay, wieder down with the Mafia. Oh boy. Und der Drecksack hat was wir haben möchten. Okay, du konzentrierst dich auf das A. Oh, what the?
Ow, what the? Okay. You know? Ich habe keine Probleme damit, hier alle von euch umzunieten. Gerade vor allem, weil ihr eh Belohnung dafür gibt. Das Coole ist, man kann das wirklich in der Luft einsetzen. So, sonst noch jemand, der meint, mir blöde zu kommen? If small child get gambling problem, it's her own fault. Ah, das EA-Prinzip. These roulette tables purely for looks. No gambling here. Oh, boo. It looks like it only takes local currency and you forgot to stop by the bureau to change. Aha. Das war nicht die Idee. Und sie haben hier... Achso, Backpack kann man auch sich angucken. Okay, also die Idee wird vermutlich sein, dass man sich da... Ha, die Tür kann man öffnen. Okay, cool. What are you doing in there? Dass da so viel Zeug rauskommt. Kann leider nicht darüber. So sehr ich es möchte. Oh, hey. A shit nugget. Vor allem das Logo ist einfach Mafia. Und? Awesome Mafia, aber mit einer Bowtie dran. Yay. Oder ein Ribbon, sollte man eher sagen. Okay, lassen wir die andere Ecke noch gucken. It's pouring it down outside. It's much nicer to watch from indoors, so. So, hier sind vermutlich mehr oder weniger so Essensmöglichkeiten. Aber natürlich nicht wirklich. So, dass das hier in irgendwelchen Situationen Leute oder Gegenstände die Zunge rausstreckt. Oh boy, hier sind Ratten. Das ist natürlich beeindruckend, dass sie da oben herumkriechen. Das ist aber auch so eine Vorstellung, wenn man weiß, da oben könnte so viel Zeugvieh herumrennen. Vor allem haben die irgendwas auf dem Rücken. Ah, what? Nicht lustig. Oh, hätte ich die vielleicht nicht kaputt machen dürfen? The Mafia are terrible at cooking. But fear not. Cooking Cat is here. Oh, ich würde ganz gerne die Kamera drehen. I'll prepare the actual dinner up here and swap the food before anybody eats the Mafia's cooking. I'm fairly certain someone would die if they ate the Mafia prepared food. Okay. Ich meine, ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Ah, ich will Ratten töten. Kann ich mit dem Essen irgendwas anrichten? Ich gehe jetzt ganz bewusst mal damit nach unten. Hello. Ding dong day. Oh. Ich weiß, was wir machen müssen. Also man kann so leicht weiterhin springen, das ist natürlich angenehm. Hehe. Damit haben wir einen Schlüssel bekommen. Schön, wie einfach alles logisch und gut verteilt und versteckt ist. Hier hat jemand wirklich verstanden, wie Level von so einem Spiel aussehen müssen. Ja. Da stimme ich zu. Yikes.